Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute kochen wir gemeinsam Würzfleisch. Viel Spaß! Wir fangen an mit einer Mehlschwitze. Dafür nehmen wir 80 Gramm Butter und lassen diese schmelzen. Sobald diese geschmolzen ist, gebt auf einmal die 80 Gramm Mehl dazu und lasst das Ganze einmal aufblubbern. Das Schnitzelfleisch wird in kleine Würfel geschnitten. Die Zwiebeln fein schneiden, gebt die eine Hälfte zum Fleisch und die andere Hälfte lasst separat. Nehmt einen großen Topf und gebt dort 1 Liter Wasser rein, außerdem die Gewürze. Zu den Gewürzen kommt noch ein Spritzer Zitronensaft sowie auch die 100 ml Weißwein. Gebt zusätzlich noch die Zwiebeln in den Topf und lasst diese schon mal für 10 Minuten kochen. Gebt jetzt das Fleisch dazu und lasst dieses kochen für ca. 15 Minuten. Gebt nach dem Kochen die Mehlschwitze dazu und lasst diese nochmal aufkochen. Das Ganze könnt ihr jetzt abschmecken mit der Worcestershire Soße sowie auch noch ein Spritzer Zitronensaft, wenn nötig, oder ein bisschen Weißwein. Gebt das Fleisch mit der Soße in den Omnia. Wenn es zu viel Flüssigkeit ist, so wie bei mir, müsst ihr ein bisschen aussortieren. Gebt noch den Käse auf das Fleisch und dann kann das Ganze auch schon auf den Herd. Stellt das Ganze für 20 Minuten auf den Herd. Jetzt wird das Ganze auch schon serviert. Ganz klassisch wird dazu Toastbrot gereicht. So funktioniert das Würzfleisch auch bei euch im Camper. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Lust auf viel mehr Inspiration rund ums Kochen oder auch Backen im Camper habt, schaut gerne bei mir auf dem Kanal vorbei. Sonst sehen wir uns auch nächste Woche wieder. Euer Chris von Camper Kulinarik.